hoffe, ihr habt natürlich einen genauso sonnigen und wunderschönen Tag an dem Tag, wo ihr das Video schaut, wie ich gerade an dem Tag, wo ich das Video aufnehme. Wir sind kurz davor, ins Haus zu fahren. Ihr werdet einfach nur am Abschauen sein, was da alles passiert ist. Ich kann mal ein paar Sachen aufzählen. Die Badezimmer sind fertig gefliest, alle beide. Das Büro ist fertig gefliest, die Waschküche ist fertig gefliest. Alle Räume sind gestrichen. Im Badezimmer hängen die Heizkörper wieder. Es sind die Spots in der Decke eingelassen und eingebaut. Wir haben eine neue Haustüre. Der Vorraum ist genauso verputzt wie der Rest des Hauses. Ich habe draußen angefangen, das Haus auszubuddeln. Und wie das alles aussieht und sowas, das zeige ich euch heute in so einer kleinen Roomtour, damit ihr wieder up to date seid. Ich war ein bisschen schluderig, was die Aufnahmen angeht. Tut mir wirklich leid. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Sorry. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Unser Haus. Ich möchte euch heute was zeigen. Diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier gemacht haben, wie zum Beispiel gestrichen und all so ein Zeugs, relativ langweilig. Da gibt es auch nicht so viel drüber zu sagen. Wir haben halt gestrichen, das war's. Die Farbe ist drauf und damit sind die Räume weiß. Ich kann euch einen ganz kurzen Einblick geben, wie das Ganze jetzt aussieht. Ja, das hier ist ein weißer Raum. Ich drehe mich einfach mal im Kreis. Dann haben wir zwar ein bisschen Gegenlichtprobleme, aber was soll's. Also ich drehe mich und drehe mich und drehe mich und drehe mich. Auch dieser Raum weiß, auch dieser Raum da vorne weiß, auch hier weiß, alles weiß, weiß, weiß. Gute Ausgangsposition, weiß kann man immer schön farblich gestalten, guter Untergrund. Hier der Bereich Büro, gefliest, Waschküche, gefliest, Durchlauferhitzer installiert. Das war's eigentlich. Ah, wartet, ich zeige euch noch was Cooles. Boom! Eine Haustüre haben wir jetzt. Wir gehen mal raus. Ich zeige euch die mal von außen. Booms. Schöne alte Tür. Das ist die alte Türe. Das ist die neue Türe. Das heißt, wir sind jetzt upgraded. Und ich habe auch einen neuen Haustürschlüssel und so. Ah, herrlich. Und dann komme ich hier immer so nach Hause. So, hey, yo, alles klar. Schön, wieder zu Hause zu sein. Dann mache ich die Türe so auf. Und Mika begrüßt mich freudig so, yay, du bist zu Hause, yay, rein mit dir. Und ja, oder sie setzt sich so hin. Sehr wahrscheinlich kommt da vorne ihr Körbchen hin rein mit dir. Ja, das, dann ist hier dieser Vorraum ist jetzt zu Ende verputzt. Dafür musste natürlich die Tür eingebaut werden. Das haben wir, ich glaube vor einer Woche oder zwei haben wir das gemacht. Ich kann nicht länger warten, auch wenn die nämlich ganz fertig sind und noch nicht die Endmontage gemacht worden ist, möchte ich euch unser Badezimmer zeigen. Ganz besonders das Masterbad. Wir fangen aber trotzdem an mit dem kleinen Badezimmer. Das hat natürlich auch Daseinsberechtigung. Und zwar ist das ja ein Gästebad. So, hier wird es dann ins Gästebad gehen. Der Raum ist weiß. Die Holzfliese, die wir hier genommen haben, habt ihr im letzten Video ja schon leicht gesehen. Das ist so ein gräuliches Holzdekor. Finde ich relativ schön, schlicht. Da dann auch so ein Handtuchheizkörper. Hinterer Bereich ist komplett Dusche, da kommt der Duschhenkel hin. Dann haben wir hier diesen Kasten, der quasi den Klo-Unterspülkasten versteckt. Den haben wir durchgezogen, da wird das Waschbecken installiert. Da unten in dem Ding ist ein Durchlauferhitzer drin. Das ist also ein ganz schlichtes, normales Badezimmer. Hier der ganze Bereich von dort bis dort und dann hier durchgehend ist Duschbereich. Das ist ja nur mal eine Gästebaddusche, der wird selten geduscht werden. Deswegen kommt da sehr wahrscheinlich ein Vorhang hin, der man immer zur Seite schieben kann, damit der Raum größer wirkt. Man hat oft Gäste, aber selten welche, die duschen, würde ich sagen. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass unsere Gäste stinken oder sowas, sondern ich meine nur, wenn jemand nachmittags auf einen Kaffee vorbeikommt, dann benutzt er zwar das Gästebad, geht aber meistens ja nicht duschen. Ne? So, und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, halten Sie sich fest. Passt auf, Trommelwirbel. Tornöse Holzdekorfliese mit einem sehr, sehr, sehr geilen, wilden, richtig holzigen, coolen Muster. Am Rand eine Sockelleiste aus einer dunklen Betonfliese, die wir natürlich hier im Fliesenspiegel finden. Der Fliesenspiegel ist insgesamt 1,80 Meter, da kommt ein Waschtisch von 1,20 Meter dran. Spiegelschrank auch 1,20 Meter, 60 hoch. Dann hier noch ein weiterer Heizkörper, denn dort befindet sich die Dusche. Dann kann man aus der Dusche kommen und sich ein warmes Handtuch nehmen. Hier ein Kasten fürs Klo, das Herzstück dieses Badezimmers, mein Thron, wird sich ungefähr hier befinden. Dann gehen wir hier weiter. Das hier ist eine
ganz dezent und nur ein Stückchen weit in den Boden eingelassene Badewanne, um die Aufbauhöhe zu verstecken. Auch schön mit der Betonfliese. Und hier oben dann obendrauf die Holzfliese. Badewanne ist 1,80 m x 80 cm. Und jetzt springe ich hier mal drauf. Zeige euch das nochmal von hier oben. So sieht das Ganze aus. Wir lieben dieses Badezimmer. Es ist nur ein Gegenstand, es ist nur ein Raum, aber wir lieben dieses Badezimmer. Das sieht einfach nur super aus. Dann haben wir hier die Dusche. Also es ist wirklich eine große Dusche, ich glaube es ist 1 Meter mal 1,60 Meter oder so. In der Dusche führt sich der Holzboden an der Wand über dieses kleine Podest hier bis nach oben hin weiter. Dann kommt natürlich hier das Duschteil mit so einem Regenkopfduschen-Dingen, also so eine Kopfbrause und eine normale Handbrause. Ich war der Meinung, dass es cooler aussieht, wenn wir die Nische hinten, vorne, oben, unten komplett in der Holzfliese gestalten, damit es sich besser absetzt. Wir haben in der Dusche ein nach hinten gerichtetes Gefälle. Hier vorne kommen dann ganz normal so eine Doppeltüre kommt dorthin, die man dann nach innen aufmachen kann. Dieses Badezimmer blowt einfach mein Mind. Wisst ihr, es ist halt so. Ein Badezimmer ist für viele Leute ja einfach nur ein Ort, wo man sich kurz fertig macht, wo man mal schnell unter die Dusche springt. Ganz viele Leute zelebrieren das einfach nicht, wie entspannend es sein kann, einfach mal 2 Stunden in der Badewanne zu schimmeln, ein Buch zu lesen, ein Glas Wein zu trinken oder sonst irgendwas. Aber ich bin sowas von verdammt froh, dass ich einen Vater habe, der sich unwahrscheinlich viele Gedanken über alle möglichen Dinge macht. Also über alle möglichen Dinge. Das sind so Kleinigkeiten wie hier diesen Sockel zum Beispiel. Ja, der sieht ja relativ monströs aus. Allerdings durch diese entstehende Ablage da hier müssten wir sonst ein Wasser nehmen, der super lang ist. Und hier durch diesen Sockel, der sich auch noch designtechnisch gut in das Bad einfügt, haben wir die Möglichkeit, auch einen ganz dezenten Wasserhahn zu nehmen, weil wir jetzt ja natürlich hier vorne sind. Aber es sind nicht nur solche Sachen, sondern auch so Farbgestaltungsgeschichten. Ich weiß nicht, selbst die Lichtfarbe der Deckenspots, selbst darüber macht mein Vater sich Gedanken. Damit die Holzfliese besser zur Geltung kommt, ist es besser, ein warm weißeres Licht zu nehmen, damit das cooler wird. Es ist für mich vollkommen klar, dass warum solche Badezimmer bei einem Installateur oder bei einem Fliesenleger so verkackt teuer sind. So viel Planung und auch das Zusammenspiel von Fliesen. Man sieht diese Fliesen im Regal und man denkt sich, oh, die sehen bestimmt ganz gut aus, aber für ein Badezimmer kannst du die nicht nehmen, das wird super dunkel. Und jetzt sind die hier drinne und es sieht affengeil aus. Das sieht absolut affengeil aus. Ich komme mir vor wie in einem Hotel. Diese Deckenspots noch dabei, das sieht alles so. Ich weiß nicht, ob ihr von Anfang an dabei seid, aber dieses Haus sah zeitweise komplett katastrophal aus. Also richtig des Todes. Und wir haben so viel getan hier und jetzt die Sachen so fertig zu sehen, die Wände weiß, Deckenspots installiert und all sowas, das so zu sehen, das ist krass. Das ist mega krass. Das ist, ich weiß nicht, ich habe noch nicht das Gefühl, dass das so richtig, dass das Badezimmer ist, wo ich schon bald abbaden kann und all sowas. Die ganze Arbeit, die man hier so reingesteckt hat und über 13, 14 Monate, jeden Tag 7, 6, 7, 8 Stunden Schweiß und auch die vielen Gedanken, die man sich halt macht, dass das alles sich irgendwie doch schon so schnell, das kommt einem vor, als wenn es so schnell gehen würde, dass sich das schon auszahlt, dass ich hier in der verkackten Badewanne liegen kann und ein Video aufnehme. Super schade, dass ich davon nicht so viel gefilmt habe, um euch den Entstehungsprozess zu zeigen. Aber generell habe ich festgestellt, dass dieses YouTube und generell alle Social Media Plattformen mehr so die Ergebnisdinger sind. Also man kann ganz viele Bilder von Bauschutt posten und niemanden interessiert. Und dann postet man ein Bild von einem fertigen Badezimmer und alle rasten aus. Was ist das hier jetzt? Ein Badezimmer? Und dann denke ich mir, Leute, aber das ist doch das, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Ist doch klar, dass da ein Badezimmer rauskommt. Genug gelabert.
Alle, die das zu Ende geguckt haben, können ja mal in die Kommentare schreiben, dass sie zu Ende geguckt haben. Und alle, die das hierhin einfach nur vorgespult oder gesetzt haben, ich habe da so einen Spezialisten, der immer zu weit weg ist von meinen Themen und die Videos deswegen nur durchsetzt, der kann sich das abschminken, dann einen Kommentar zu schreiben. Kommentare nur bei vollendeter Watchtime. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich weiß nicht wann, weil momentan ist nicht mehr so viel zu tun. Vielleicht gibt es noch ein bisschen hier so Dirty Talk, weil draußen muss man auch ganz viel Dreck wegmachen und den Sockel abstemmen. Also vielleicht gibt es irgendwann noch mal ein bisschen Dirty Talk. Vielen Dank für alle, die bis hierhin dabei waren oder neu dazugekommen sind. Ich wünsche euch Spaß, macht's gut, haut rein, auf Wiedersehen.